Guten Abend, willkommen auf dem KPSCH YouTube-Kanal. Ich möchte kurz darüber sprechen, dass es meiner Ansicht nach sinnlos ist, mittels der Etymologie, also der Entwicklung eines Wortes durch die Geschichte der Sprache, darauf zu schließen, was es heute bedeuten müsse, oder bedeuten könnte, abgesehen von der heute allgemein gültigen Wortbedeutung. Aus dem folgenden Grund halte ich das für sehr sinnlos. Ich halte die Wortentwicklung für eine sehr zufällige, sehr rein assoziative und kreative Sache, die von Völkern, die diese Sprache einfach irgendwie gesprochen haben, irgendwie gemacht wurde. Ein Beispiel, das ich von einem Sprachwissenschaftler hörte, war das Wort krepieren. Es komme anscheinend von einem lateinischen Wort im Bereich crepare. Werfen Sie mich nicht auf die exakte Aussprache. Und hätte die Bedeutung, ein lautes, unangenehmes Geräusch machen. Im Mittelalter wurde in Deutsch das Wort krepieren daraus, allerdings im Zusammenhang mit Kanonen, die, wenn sie anstatt zu feuern explodiert sind, ein lautes, unangenehmes Geräusch machten. Gleichzeitig verursachten diese Kanonen nicht nur Geräusche, sondern auch jede Menge Tote. Und zwar sehr unerfreuliche Tote. Und daher kam das Wort krepieren. Dann einerseits gibt es den Rohrkrepierer, den man meistens so versteht, dass das Rohr der Kanone in alle möglichen Arten aufgespalten ist. Aber auch das Krepieren eines Tieres, eines Menschen auf äußerst unangenehme Art und Weise, also einen sehr unangenehmen Tod. Wenn man das nun zurückführen will auf die lateinische Ursprungsbedeutung dieses Wortes, dann müsste man sagen, ein Hund, der krepiert, bellt. Das ist aus heutiger Sicht völliger Blödsinn. Wenn man aber, behaften Sie mich wieder nicht auf die Aussprache, etwas wie canis crepant oder wie man es lateinisch sagen müsste, das war wahrscheinlich nicht korrekt, wenn man das einem lateinisch sprechenden Römer gesagt hatte, würde der sagen, der Hund macht seltsame Geräusche. Er käme nie auf die Idee, dass der Hund tot ist und auf unangenehme Weise gestorben ist. In der heutigen Bedeutung hingegen ist es völlig klar, dass nicht irgendwelche Geräusche damit gemeint sind, sondern ein sehr unangenehmer Tod dieses Hundes. Es ist völlig unsinnig, eine Rückführung der einen Bedeutung, der heutigen Bedeutung, auf die antike Bedeutung zu machen, denn es heißt heute nicht das, was der Römer damals verstanden hätte, oder wer auch immer Latein sprach. Und dasselbe gilt grundsätzlich einmal für jedes Wort. Nur weil es lautmäßig ähnlich ist, könnte man ja dann weiter sagen, ja, da gibt es krepieren, dann gibt es die Krep. Und die Krep, weil krepieren sehr unangenehm sterben bedeutet, sind die Krep also tödlich giftig und man sollte sie nicht essen. Nun, ich habe schon einige Krep gegessen, ich lebe noch, ich bin keinesfalls daran gestorben. Und das dürfte eigentlich so ziemlich allen so gegangen sein, die schon mal Krep gegessen haben. Deshalb ist das auch wiederum völliger Quatsch. Es könnte nun sein, dass die Krep mit dem Geräusch etwas zu tun haben, aber wirklich sinnvoll ist das auch nicht.
Meines Wissens machen Eierkuchen keine unangenehmen Geräusche. Also muss man davon ausgehen, dass diese Sache nicht verbunden ist, obwohl sie ähnlich tönt, obwohl die Wörter ähnlich geschrieben werden. Und selbst wenn es tatsächlich auf den gleichen lateinischen Wortstamm hinkommt, muss die Wortentwicklung in beiden Fällen äußerst kreativ gewesen sein, was in 2000 Jahren Weltgeschichte absolut möglich ist. Also nochmal zusammenfassend, ich halte es für völligen Quatsch, aufgrund einer real existierenden und erst recht aufgrund einer rein assoziativ irgendwie angenommenen Wortentstehung, Entschuldigung, darauf schließen zu wollen, dass das Wort heutzutage in heutiger moderner Sprache eine andere Bedeutung haben müsste als die, die es hat. Aus den Beispielen, dass wir mehrere Worterklärungen haben, über die sich die Etymologen auch einig sind, die definitiv zeigen, dass eine komplette Sinnesänderung um 180 Grad oder auch zweimal 180 Grad jederzeit möglich ist. Und ganz besonders gefährlich wird es, wenn es um politische und weltanschauliche Deutungen von Wörtern geht, bei der man die Vergangenheit als eine Art Autorität nehmen will, um die Gegenwart umzudeuten, in der Weise, die einem gerade passt. An dieser Stelle wird es dann nicht nur wissenschaftlich sinnlos und vielleicht noch erheiternd, sondern es wird bösartig. So viel zu diesem Thema. Ich könnte noch lange darüber reden. Ich könnte es auch noch dreimal wiederholen, aber wir lassen es für heute. Als Aufruf vielleicht noch, wenn Ihnen Leute aufgrund irgendeiner angeblich vergangenheitlichen Bedeutung irgendeines Wortes irgendwie die Gegenwart erzählen wollen, seien Sie sehr, sehr vorsichtig und hinterfragen Sie die Motive der Person, die Ihnen das erklärt. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.